geht ab hier zum vielleicht besten Spiel der Welt. Man weiß es nicht, kann man von jedem Spiel behaupten. Aber nein, das ist wirklich gut, das Spiel. Muss man sagen, es heißt Factorio. Das gibt es schon eine Weile, aber noch nicht eine Weile bei Steam. Bei Steam war es erst neu. Auch, ich glaube, gestern kam das raus. Also gestern war der 25.02. Ja, also ich habe schon angefangen zu spielen. Und zwar erstmal die Grundlagen, damit ich das jetzt nicht alles nochmal machen muss. Hier im Let's Play habe ich schon mal ein paar Grund. Mir ein bisschen Grundwissen erworben. So. Ja, was ist Factorio? Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man es am Bild erklären, was hier hinten ist. Factorio ist, wie der Name sagt, Factorio. Nein, es geht ums Produzieren, es geht ums Transportieren, es geht ums sogar ein bisschen Abwehren. Hauptsächlich Produzieren auf einer endlos großen Welt. Mit gewöhnungsbedürftiger Grafik, aber dafür. Das Spielbetrieb ist saugeil. Ich hatte die Kampagne, oder beziehungsweise Tutorial-Kampagne, was weiß ich, gespielt. Die ersten Teile, wo noch ein bisschen was erklärt wird. Habe ich jetzt schon 2 Stunden verbracht. Ey, ohne dass das langweilig wurde. Ohne Scheiß. Wirklich 2 Stunden hintereinander gespielt. Ja, gut. Werden wir sehen, ob wir das nochmal hinkriegen. So. Terrafatal. Ich würde mal nennen, was dann hier der Unterschied ist. Also ich hatte. Kann ja hier schön einstellen. Feindbasen normal. Ne, Wasser ist Mittel. Sag mal, Wasser ist Mittel. Oder klein. So, die Vorkommen jeweils immer. Ne, sehr groß. Ne, mach mal Mittel. Wasser ist Mittel. Ein bisschen. Stadtgebiet ist sowieso sehr groß. Jetzt kann man auch mal die Menge einstellen hier drüben. Von den einzelnen Zeug. Feindbasen nochmal und Gegner greifen nicht zuerst an. Da haben wir erstmal unsere Ruhe. Es gibt nämlich eine Art Gegner. Aber die sind nicht so böse. Ja. Hier hat man noch ein paar Tipps gehabt sogar. Und hier. Ja, Hauptspiel, Hauptziel des Spiels ist es, eine Rakete zu starten. Also das dauert eine Weile. Erstmal hier grundsätzlich klarkommen. So, wie man sieht, man kann rauszoomen. Mit dem Minimap, aber wie gesagt, unbegrenzt heißt wirklich unbegrenzt. Muss man ja durch den Kopf gehen lassen. Wirklich unbegrenzt groß. So, wir haben ein Männle, das darf nicht sterben. Wird's auch nicht. Das Männle muss nichts essen. Das muss nur produzieren. Soll er mal eine Spitzhacke haben? So, erstmal hier ein paar Rohstoffe sammeln. Brauchen wir eh. Was ist das hier? Achso, wir haben sogar schon am Anfang den Erz oder was? Und einen Schmelzofen. Haben wir ein größeres Vorkommen da oben? Was ist das hier eigentlich? Kohle, ah, okay. Kohle, Kohle, Kohle. So, hier haben wir ein bisschen Eisen. Ja, diese Erzförderer, die fördern quasi automatisch Erz. Wir könnten das auch abbauen. Ja, das braucht man ja. Mit R kann man das Ganze ganzen Spaß drehen. 17k. Dauerhaft. Why not? Passt wunderbar hier. So, das ganze Ding braucht Kohle. Ne, wir nehmen Holz. Das ganze Ding braucht Holz. Zum Funktionieren. Und da kommt dann quasi. Ja, hier. Zeug raus. Mit F kann man das alles aufheben. So. Ich fäll mal noch ein paar Bäume. Ich glaube, mit einer Axt geht das. Also, man kann sich nicht. Naja, ich zeige erstmal das Inventar. Inventar mit E. Hier haben wir diese einzelnen Unterteilungen. Aha, also ich habe dann gar kein Endless Spiel gespielt. Mit C kann man dann forschen. Sogar verschiedene Küsten. Also, das Spiel ist erstmal relativ komplex. Militär. Zwischenprodukte. Wo gab es meine Axt? Eisenspitzhacke erstmal grob. Ach, Reparaturkit gibt es auch. Sehr gut. Ist. Ja. Jetzt haben wir schon mal eine Eisenspitzhacke. Nachtwehren kann es auch. Sieht man gerade. Mit Eisenspitzhacke geht es viel schneller.
Selbst Eisen geht ganz schön schnell. Oh, why not? Braucht man eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich eher die Kohle. Und nicht Stein. Jetzt für den Anfang. Und. So. Wo war unsere Produktion? Da oben. Ja, Nacht werden kann es auch. Da wird es halt ein bisschen dunkler. Wir können natürlich auch Lampen bauen, wenn wir dann Elektrizität haben. Wir bauen den Ofen. Was ist das? Wie viel Platz braucht der? Ne, oder mal erstmal. Wir bauen den Ofen circa hierhin. Hat seine Gründe. Werden wir dann. Wer ist dann im späteren Verlauf? Erklären, beziehungsweise werdet ihr es sehen. So, jetzt schmilzt er erstmal ein bisschen. Bisschen mehr Treibstoff ist auch nicht schlecht. So. Haben wir schon diese automatischen? Mensch, mal kurz gucken. Hier. Feuer der Greifer an. Können wir bauen? Und das brauchen wir noch. Eisenzahnrad. Brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Soll zu bauen gehen. Ja. So, da haben wir schon mal die Grundlage. Das sind Transportbänder, die transportieren, wie der Name sagt. Und das ist ja ein Greifarm. Der hat zwei Seiten. Zum einen diese lange Seite da. Also ich kann jetzt nicht auf dem Bildschirm zeigen, ist auch dumm. Also diese lange Seite und den Pfeil, die lange Seite ist da, wo er das einsammelt und der Pfeil ist dahin, wo es hinbringt. So, also hier in dem Fall bringt der Eisen vom Transportgitter zum Schmelzofen. Das läuft alles mit Kohle. Das ist jetzt der Nachteil. Da müssen wir jetzt Brennstoff einfüllen. Ich habe gerade überhaupt nichts mehr. Also mit Kohle oder Holz dementsprechend. Man kann das Ganze natürlich automatisieren, wenn man eine Kohlefabrik bzw. Kohleförderer dann hier mit anschließt an das Fließband und das dann alles drüber geht, dann funktioniert das nämlich auch. So, Hauptsache wir haben erstmal das automatisiert. So, der nächste Schritt wäre jetzt nochmal so einen Abbauer zu bauen. Brauchen wir Stein. 5 Stein brauchen wir. Für Kohle, also das Kohle müssen wir auf jeden Fall automatisieren. Stein hätten wir noch. Das ist gar kein Stein. Das ist Stein. Ja und hui. Rechts sieht man halt auch, der hat man quasi den Überblick über. Die Menge ist ganz schön viel, du. Für einen Steinhaufen. Also da habe ich mich. Das habe ich gut eingestellt. Na gut. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein bisschen was rausgeholt. Da können wir mal jetzt. Der produziert das theoretisch automatisch. Wenn ich jetzt. Ach, wir können jetzt schon eine Dampfmaschine. Wir brauchen auf jeden Fall den Förderer. Der produziert dann quasi die Bestandteile automatisch, wenn wir dann das ganze Zeug haben. Was brauche ich denn noch? Also, da brauche ich auf jeden Fall noch welche. Und so einen Greifer brauche ich. Ich brauche eigentlich alle drei erstmal. So. Haben wir noch ein bisschen mehr. Waffen erschienen. Wo wäre dann das nächste Kohle? Das nächstgelegene Kohle-Ding wäre hier. Ja. Also wie gesagt, damit kann man leben. Das Problem ist, das braucht ja selber Kohle. Achso. Warte. Also ich würde. Ein Glück laufen die Transportbänder so. Automatisch. Man könnte jetzt das quasi so machen. Dass man das jetzt hier anschließt, dann kommt dann nämlich die Kohle mit hier reingelaufen. Dann würde das dann mit über den fließen und dann da rein. Können wir mal tun. Das ist halt das Problem, dass man dann näherisch rauskriegt, was dann da
rauskommt. Also, wie man das dann einteilen kann. Moment. Wir machen es erstmal einfach. Was heißt denn jetzt einfach? Wir müssen auf die andere Seite. Scheiße. Weil, wenn man den Greifer auf diese Seite platzieren würde, dann würde er die quasi auf die andere Seite von der Transportwand legen. Hätte man beide Seiten voll ausnutzen können. Ja. Machen wir es halt so. So, und dann hier noch ein paar. Ach ja, muss ein bisschen da. So, der braucht irgendwas zum Anfangen. Lustig, dass die. Der Kohleförderer selbst Kohle braucht. Irgendwie. Macht er was draus? Und holt er sich dann neuen? Das will ich jetzt mal sehen. Ich kann mich nie entsinnen, dass ich hier jemals in den Kohleförderer was reingetan habe. Ein Kraftstoff. Das wäre mir neu. So, funktioniert. Da tut es dann da rein. So. Geht nach. Es geht zu Ende. Ohne Scheiß. Das ist wirklich zu dumm, sich selber Kohle zu geben. Das ist ja blöd. Muss man ein bisschen mehr automatisieren. Können wir es einstellen, dass er sie hält? Nee. Oder? Nee, kann man nicht. Ja. Tag, oder? Weiß nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, also das läuft hier hin, der greift das darin, der schmeißt das rein. Gut ist. Vorerst könnte man eine Kiste bauen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ich stelle mich gerade nicht so schlau an, ich weiß. Es wird hoffentlich besser. So, Kiste gebaut. So, und wenn man die Kiste halt dahin platziert, dann platziert er das dann so rein, damit wir das erstmal aufsammeln können. Der braucht nämlich gerade. Ja. Das ist wie Minecraft, wenn man Shift drückt, da geht dann alles rein, was man im Inventar hat. So. Man könnte natürlich das auch wieder raus. Das machen wir eigentlich gleich. So. Ne, wir brauchen eh erstmal den Greifer. Ja, da brauchen wir noch kurz ein paar. So. Lebensmittel verbrauchen ja halt Kohle. Deswegen wäre es nützlicher dann, wenn man Elektrizität hat, hätte man dann den elektrischen Greifarm. Der verbraucht halt keine Kohle. Muss man dann umsatteln. Wenn man dann das Zeug haben. Ist ja was drin? 14. Ja, das kann man nämlich auch aufteilen mit Rechtsklick. Halt wie in Minecraft. Ist relativ viel übernommen, muss ich sagen. Also von der Thematik her, meine ich. So, das funktioniert erstmal. Brauchen auf jeden Fall definitiv eine höhere Produktion. Ich überlege gerade. Zusammen.